Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Thomas. Ich bin Mitarbeiter bei den Bremer Philharmonikern, zuständig für die Musikwerkstatt in Maase, wo wir Schulführungen durchführen. Außerdem mache ich Instrumentenbau. Und zwar möchte ich mit euch heute eine Dosenrassel bauen. Die Dosenrassel besteht natürlich aus einer Dose, einem Luftballon als Membrane, einer Füllung. Ich habe hier ein paar kleine Bohnen drin und Klebeband. Als Werkzeug brauchen wir eine Schere. So, es geht los. Wir brauchen eine Dose, Füllung für die Dose, hört sich schon mal gut an, einen Luftballon. Da müsst ihr euch vielleicht von euren Eltern helfen lassen, dass eine Person den Luftballon ein bisschen stramm zieht. Den schneide ich mit einer Schere, seht ihr das? Der Ballon ist hier, geht hier ein bisschen weiter auf. Ich schneide dahin, wo der Ballon weiter aufgeht. Okay, das ist übrigens auch ein super Instrument. Sozusagen als Nebenprodukt. Dann. Hui. Ganz stramm drüber. Zack. Jetzt das Klebeband. Auch da helft euch ruhig gegenseitig. Fixiert den Luftballon an der Dose. So, fertig. Ich zeige euch mal, was man damit alles machen kann. Zum einen. Und natürlich rasseln. Aber es ist nicht nur eine einfache Rassel, sondern auch. Ihr könnt natürlich auch eine größere Dose nehmen. Klingt anders. Was ganz wichtig zu erwähnen ist, dass die Kante oben glatt sein muss. Manchmal macht man die mit einem Dosenöffner auf und dann hat ihr eine sehr scharfe Kante. Das ist nicht gut. Da könnt ihr euch dran verletzen und auch der Luftballon könnte schnell kaputt gehen. Die Musikwerkstatt in Maase läuft unter dem Titel Perkussionswelten. Dort stellen wir Instrumente vor aus Afrika und Indonesien. Von meinen Reisen in die afrikanischen Länder habe ich euch ein Instrument mitgebracht. Und zwar dieses kleine, feine Instrument. Das stelle ich euch jetzt mal vor. Das ist eine Talking Drum. Talking Drum heißt übersetzt Sprechtrommel. Und mit dieser Trommel werden Geschichten erzählt, Lieder begleitet. Sie kommt hauptsächlich in Westafrika vor. Diese Trommel kommt jetzt aus Ghana, nennt sich Dondo. Diese Dondo hat die Form von einer Eieruhr, seht ihr das? Wird unter den Arm geklemmt und durch den Druck auf die Schnüren in meinem Arm verändert sich die Spannung von dem Fell. Das demonstriere ich euch mal. Ich spiele sie gerne mit den Fingern. Normalerweise wird sie mit diesem lustigen Stock gespielt. Ich spiele euch das Instrument mal vor, zusammen mit dieser grandiosen Dosenrassel. Okay, mit meinem unsichtbaren Kollegen David zusammen. Gut. 3, 4 und. Viel Spaß mit dieser kleinen Trommel. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Musikwerkstatt. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Thank you.